Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Bauvlog Nummer 33 haben wir schon. Und ja, herzlich willkommen an die, die jetzt erst dazugekommen sind, uns noch gar nicht kennen. Ich verlinke euch oben mal die Playlist von unserer kleinen Farm. Da seht ihr von Anfang bis jetzt alle Videos. Ihr seht mich heute oben mitten auf dem Scheunendach. Heute ist meine Arbeit nämlich hier und nicht in dem Haus drin. Ich gehe dann mal hier so ein bisschen, soweit es geht, eine Reihe rum. Markus ist heute mit am Start und der Axel natürlich wieder. Die machen weiter die Dachlatten ran und ich darf heute streichen. Na, gehen wir mal eine Runde hier rum. Ist ja überhaupt nicht mein Fall. Hi Markus! Hallo! Fleißig schon auf dem Dach hier. Der Markus hat sich extra so einen Klotz gemacht. Zeig mal, Markus. Genau, das ist immer der Abstand von der einen Latte zur anderen und so legt er das eben auf die ganzen Querlatten und zeichnet sich das an, damit dann von der einen Seite vom Dach bis zur anderen Seite vom Dach dann die ganzen Latten gleich und gerade liegen natürlich. Ich habe heute den Arbeitsauftrag vom Axel bekommen und zwar diese ganzen Bretter, die ihr hier seht und dann doch noch die Bretter, die da so schön noch verpackt sind, die werde ich streichen. Ich muss ihn dann mal fragen, wo das genau hinkommt, dann zeige ich euch das. Aber ich habe mir jetzt mal geholt hier, mein Vati hatte noch so ein Leinölfirnis und ja, damit streiche ich das jetzt einfach mal alles an. Ich finde das eigentlich recht schön, wenn das so die Farbe behält. Dunkel wird es irgendwann sowieso alleine. So, jetzt haben wir Unterstützung gekriegt. Lukas, Hallöchen. Hi. Schön, dass du dabei bist. So, und noch am Start ist die Mutti. Huhu. Ja, heute den Ziegelhaufen, den wir hier, oder den Steinhaufen, keine Ahnung, den wir hier so liegen haben. Der muss weg, aufgestapelt werden ordentlich. Denn hier hinten in diesen restlichen Häusern, der Schutt, der da noch drin ist, der muss raus. Der kommt, wird auch noch weggefahren dann alles. Ja. Also so eine Akku-Handkreissäge wäre auf alle Fälle einfacher. Vielleicht kriegen wir ja mal eine geschenkt. So Axel, dich haben wir heute noch gar nicht gezeigt. So. Grüß dich. Grüß dich. Wir sind heute, was der Stefan letztens schon erzählt hat, beim Rückbau und beim Aufbau schon wieder. Weil die 4 cm gefehlt haben. Bei der ersten Latte haben wir jetzt eine Bohle unten dran geknallt. Und setzen hier drauf jetzt die Keilbohle. Genau, das machen wir jetzt. Und danach haben wir dann nämlich den zweiten Abstand von 19,5 und dann passt das wieder optimal. Also alle Bretter sind jetzt endlich gestrichen. Komplett von hinten und von vorne. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich die doch vielleicht ein bisschen dunkler haben wollte. Naja, jetzt sind sie so, wie sie sind. Und jetzt zeige ich euch mal, wo die hinkommen.
Ich stehe jetzt direkt am Giebel hier in schwindliger Höhe und jetzt zeige ich euch mal ganz genau, wo die rankommen. Also die Dachlatten, die ihr hier seht, die hier so ja, kreuz der Quere mal mehr, mal weniger rausstehen, die werden alle auf 20 cm abgesägt und die breiten Latten, es sind ja zwei verschiedene Breiten gewesen, die breiten Latten, die kommen dann direkt hier unten rangenagelt. Und die schmalen, die kommen dann direkt hier vorne dran gemacht. Aber jetzt lunschen wir nochmal ganz kurz um die Ecke hier, wie weit ihr seid. Boah, und gerade Lukas. 1A. Jetzt der Markus. Jetzt der Markus. Mensch, Axel, du bist halt so Einzelgänger. Ja, hier habe ich meine Ruhe. Aha. Da kann ich genügend überlegen. Aber der Axel war auch fleißig. Der hat jetzt hier so drauf noch die Keilbohle komplett hier hochgemacht. Hochgenagelt. Die letzte jetzt, oder? Das ist die letzte, ja. Dann haben wir es erstmal. Der Fehler wieder ausgebügelt. Der Fehler ist wieder ausgebügelt, genau. Oh, die Mutti war fleißig gewesen. 1, 2, 3, 4, 5 Paletten. Stefan hat ja unbedingt diesen Birnenbaum hier stehen lassen wollen, der immer irgendwie im Weg ist hier. Aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht. Guck mal, überall Birnen dran. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken, wenn die dann reif sind. Axel wieder mit der großen Maschine hier. Erzähl mal, was machst denn du? Ich hobele die Latte etwas kleines bisschen runter. Sonst wäre es natürlich günstiger, wenn man eine 30 mal 50er Latte als erste drauf bringt. Damit die untersten Dachziegel, weil die doppelt gelegt werden, ein bisschen tiefer sind. So ein Schnäbel, der obere Dachziegel, der über die Bäden drüber wegkommt. Und dann nehme ich ein bisschen die Kante weg, dass der tiefer kommt. 5 mm. Und dann ist das top. Sind wir auf der sicheren Seite. Hallo ihr Lieben, wir haben es Montag. Ich habe meinen Axel geschnappt wieder und bin auf die Baustelle gefahren. Mein Bruder, der ist noch arbeiten. Der kommt aber dann auch nochmal nach, der Lukas. Und mal schauen, wie weit wir dann heute mit dem Dach kommen. Denn der Dachklempner soll die Woche Freitag, wenn es klappt, kommen. Und da müssen wir noch einiges machen, ja, damit er dann da losklempnern kann. Und wir gucken jetzt mal kurz mit dem Axel, ja, was unser Plan ist mit dem Dach. Und gibt es noch was Neues, aber das zeige ich euch, wenn ich gleich mal beim Axel bin. Axel, zeig mal das gute Stück. Yeah. Die Wunderwaffe. Genau, mein Vati hat eine Handkreissäge besorgt, Akkubetrieb und schauen wir doch mal, wie die sich macht. Ja, hätte lieber von Makita kaufen sollen, nie von Bosch hier. Ein nüpfnaff Ding. Der Axel muss jetzt erstmal oben noch ein bisschen was messen, da kann ich ihm nicht helfen und deswegen werde ich mich wieder dem Rasen widmen und hol schnell hier den Rasenmäher raus. Tage später ja jetzt und naja, noch nicht ganz eingezogen, diese Leinölfirnis, aber sieht doch nicht schlecht aus. Hier kriegst du deinen ersten Versuch. Soll ich dir hier oben helfen? Ja? Da erzähle ich euch mal ganz kurz noch was und dann komme ich zu dir. So, ein bisschen in den Schatten gehen. Oh, es ist heiß schon wieder hier auf dieser ganzen Seite. Also der Stefan hat jedenfalls jetzt mit dem Dachklempner noch mal gequatscht gehabt, ob der die Woche kommen kann und ja, alles klempnern kann hier natürlich. Und wenn wir es schaffen, ich zeige euch das mal hier. Hier so oben
diese Hölzer ranzumachen, das was wir, also was ich am Samstag gestrichen habe, ich habe es euch ja schon erklärt gehabt, und auch die Hölzer an den Seiten und noch die Dachschindel, ich glaube so nennt sich das, zeige ich euch gleich mal. Ja, wenn wir die rankriegen, dann kann auch der Klempner kommen und das alles ranballern hier. So sieht's aus und jetzt helfe ich dem Lukas weiter. Wie soll ich denn jetzt aufs Dach kommen, Lukas? Ja, durchs Fenster, zieh dich hoch. Im Urlaub habe ich dann alles blaue Flecken. Ich bin zu klein. Oh Gott, hier kann man sich nirgends festhalten. Oh. Perfekt. Kommt die Anne doch aus dem Fenster rausgekommen? Na klar. Zack, ey, guck mal, es ist richtig Training hier für die Arme. Yeah. So, gut, kann losgehen. Und ehrlich gesagt, was habe ich gesagt ganz am Anfang beim Dach? Mich seht ihr auf dem Dach nicht. So schnell verwirft man das. Das schön, Lukas, wie ich hier klettern tue. Ja. Klettergerüst für Erwachsene ist das. So, und jetzt wieder durchs Loch durch. Hallöchen, wir sind wieder mit Axel am Start. Der holt schon die Leiter hinten raus. Es hat leider keiner weitergemacht hier beim Dach. Sieht immer noch aus, wie es aussieht, wie es ausgesehen hat. Ja, wir gehen jetzt gleich hoch, machen dann natürlich weiter. Lukas kommt dann noch, Stefan möchte noch kommen. Und ich denke, dann haben wir die Chance auf alle Fälle heute die ganze Dachlattung da hochzuhauen. Und ja, wäre natürlich echt cool. Dann sind wir auch so weit, es geht im Zeitplan noch mit drin. Ja, also der Axel zeichnet jetzt erstmal ganz fleißig wieder an, da wo wir diese ganzen Dachlatten ran machen, welche Höhe die haben sollen. Oh, meine Güte, jetzt bin ich gerade die Leiter hoch, runter, hoch, runter. Ja, und ich habe in der Zwischenzeit hier auf der Giebelseite die Konterlatten angeschraubt. Jetzt kommen daneben noch Konterlatten dran und auf diese Konterlatten sollte dann eigentlich, ich weiß nicht, ob da noch was dazwischen kommt, sollten dann die gestrichenen Hölzer, die ich ja schon gemacht habe, da rankommen. Ja, jetzt muss ich bis hier hoch, schaut mal. Ja, komme ich gar nicht mehr ganz so ran. Mal gucken, irgendwie mit der Leiter. Mal sehen, wie ich das mache. Na, guck mal, wer da kommt. Auch mal wieder da. Ja, dass du hier auf der Baustelle noch mal da bist. Ich dachte mir, ich musste mal gucken, was ihr hier macht. So, der Stefan ist gleich mal ihr Handlanger. Ja. Der kann die ganz hohen Sachen machen. So, und jetzt ganz oben. Du gehst auf die Leiter und ich halte die Leiter fest. Nein. Ja, gut. Ey, bloß gut, ich hab den Kabelzwinge. Ja, ich weiß. Hier ist das Ding, nee. Ja, Schraubzwinge da. Kabelzwinge. Und das gleiche wird jetzt natürlich auch noch von der anderen Giebelseite gemacht. Also misst der Stefan jetzt 20 cm ab. Und das dann kommt wieder dieser Führungsstrick hier mit dran. Das machst du schön gerade an die Konterlatten. Und fertig das Ganze. Es regnet, die Erde wird nass. Aber wir ziehen durch hier. So ein Mistwetter. Jetzt hat es die ganze Zeit geregnet gehabt. Gab es gerade Bierpause. Die Männer sind jetzt aber wieder auf dem Dach und versuchen das noch ein bisschen zu retten, was zu retten ist, was wir heute noch machen können. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich gebe euch dann auf alle Fälle noch mal einen Blick dahin.
Ich bin jetzt drin im Haus, denn mir ist kalt. Zum einen kann ich jetzt auf dem Dach nichts helfen und ich muss mich ein bisschen aufwärmen, aber nicht nur jetzt rumsitzen, sondern ich werde mich schwer betätigen, damit mir warm wird. Und ich stehe ja im Flur hier eben gerade und wie ihr sehen könnt, der Putz ist ja immer noch nicht ab. Das hatte ich ja schon vor, ich glaube, 2-3 Wochen erzählt gehabt, dass ich diesen Putz abkloppen möchte. Und ich denke mal, das ist jetzt die beste Zeit dafür und ich schnapp mir jetzt den Hammer und hau das alles mal runter. Also das ist für das Wetter echt die beste Arbeit. Warm ist mir jetzt. Also das Wetter wird immer beschissener. Ich würde sagen, Feierabend. So, jetzt habe ich mir ganz schnell Axels Jacke hier rüber gezogen und jetzt gehe ich mal zu den Männern durch den Regen und gucke mal, wie weit sie gekommen sind. Also der Plan, dass am Freitag der Dachklempner kommt, ich glaube, den kann man vergessen. Weil so kann man nie weiter. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir Donnerstag. Gestern war Mittwoch. Da mussten wir vorzeitig abbrechen aufgrund des schlechten Wetters. Hat natürlich geregnet, was für einen Dachdecker nicht gerade das Schönste ist. Da sind die Dachlatten rutschig wie Sau. Naja, nichtsdestotrotz, heute ist Donnerstag. Ich habe heute so eine bescheuerte Schicht heute und morgen. Das heißt von 10 bis 18 Uhr. Ah, da brauchst du früh nicht wirklich irgendwas anfangen und ab 18 Uhr brauchst du auch nicht mal die Welt einreißen. Naja, ich habe mir vorgenommen, bei meiner Säule, die ich hier schon ewig hochmauern wollte. Oh, die Sonne kommt raus, schön. Ich hatte mir vorgenommen, bei der Säule, die ich schon ewig mauern wollte, dass ich mir jetzt den Vormittag immer mal in einer Mischung anrühre, da 3-4 Lagen hochmauern werde, tue, mache, soll. Dass endlich mal der Maurer oben die Wand hochklimpern kann. Und ja, die Mischung habe ich mir schon angerührt. Jetzt gehe ich fix rein, tue dort die 3-4 Lagen hochballern und dann muss ich, glaube ich, schon wieder los. Wir sind wieder startklar am Bau und wir sehen können, wunderschönes Wetter heute wieder, richtig heiß. Mal gucken, wie lange es hält. Regen haben sie angesagt. Mal schauen. Axel bereitet wieder auf dem Dach vor. Also wie ihr sehen könnt, eigentlich ist es so eine richtige Dachwoche. Wir können euch gar nicht viel anderes zeigen. Außer jetzt wieder, ich gehe rein, solange wie er vorbereitet, der Axel, kloppe ich wieder ja, die Wand, den Putz ab von der Wand. Ja, und dann, wenn er fertig ist, dann geht's aufs Dach. Sau anstrengend. Boah, kriegst du Muckis, aber sowas von. Boah.
Also die erste Wand, da ist der Putz jetzt endlich ab. Boah, was für ein Schweiß ist gelaufen. Aber sowas kann man halt immer mal zwischendurch machen, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe. Einreißen geht immer. Aber ich war natürlich nicht die einzige Fleißige heute auf dem Bau. Wir gucken mal, was der Axel gemacht hat. Komm mit. Oh, man sieht es schon von hier. Der Axel hat die Dachlatten, die hier rüber gestanden hatten, abgesägt. Von der Seite auch. Okay, da oben fehlen noch einige. Aber wir gehen trotzdem mal genauer hingucken. Also der Axel hat jetzt vorbereitet gehabt, hier, dass wir die ganzen Bretter einmal hier unten ran machen können und dann an der Seite ran machen können. Das hier oben wird abgeschnitten, das was zu viel ist. Und wenn das Brett hier vorne dran ist, kommt noch Schindeln. Die Schindeln dran, genau. So, der Axel wird jetzt das Brett, was wir hier ran gemacht haben, anschrauben. So sieht das jetzt aus. Wer sich jetzt wundert über das Loch, das ist vollkommen egal, weil hier kommen eh nochmal diese Holzteile hier ran. Und an dieses Holz kommen dann an die ganze Front dann schöne alte Holzbretter, damit das hier zu ist. Mensch, wir sind halt richtig super, ey. Jetzt kommt schon die Dachschindeln ran. Geht das bei uns hier. Mal gucken, ob der Stefan noch ein paar Schrauben findet. Denn unsere Schrauben neigen sich dem Ende zu. Gut. Gut, ne? Was man hier alles auf dem Bau macht. Stark. So, das reicht, mehr machen wir nie, sonst brechen sie noch. Na toll, es war die ganze Zeit schönes Wetter gewesen, jetzt regnet es zum Abschluss. Aber ich zeige euch trotzdem mal das Ergebnis. Einmal eine Nahaufnahme von hier oben. Hier war es jetzt. Die Spitze, die müssen wir noch machen. So sieht es von unten aus. Sieht ja nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich war eigentlich nicht hier für diese komischen Dachschindeln, aber ich muss sagen, hat der Axel super gekauft. Ja, das war es jetzt gewesen für die Woche wieder und wie ihr sehen könnt, es regnet. Deswegen verabschiede ich mich jetzt ganz schnell bei euch. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.